Ich denke, dass mein Vater schon dem Reinhold immer den Vorwurf gemacht hat, den Jungen nicht zurückgebracht zu haben. Meine Mutter hat am meisten darunter gelitten, aber auch mit mir dann die Schmerzen geteilt. Es blieb natürlich auch aufgrund dieser ganzen Erzählung, dann, die in die Öffentlichkeit kam, was ist wirklich passiert und ist der Günther oben geblieben an der Merkel-Scharte, blieb auch bei den Brüdern und bei den Eltern eine Frage, ein Zweifel, was wirklich passiert war. Vielleicht ist doch irgendwie so der Tod oder dieses Loch, das einen Tod lässt, irgendwie allen ein Stück weit so nahe gekommen, vielleicht kann man so sagen, dass jeder plötzlich doch sehr stark mit seiner eigenen Verletzlichkeit konfrontiert wurde. Die Mutter war ein sehr positiver Mensch. Sie war viel eher imstande, das Ganze psychisch zu verarbeiten, in ihrem unsaglichen Optimismus, den sie immer hatte. Meiner Erfahrung nach hat die Nanga-Baba-Geschichte den Reinhold sehr stark verändert. Ich wusste nur, dass ich das bürgerliche Leben einfach hinter mir lasse und genau das Leben führe, das Günther und ich vorher geträumt haben. Also wir gehen einfach klettern, wir gehen in die Wildnis, wir machen Abenteuer. Das war unsere Vorstellung. Und ich habe das jetzt radikaler als vorher miteinander erträumt, gelebt. Der Reinhold ist nach dem Nanga Baba in Innsbruck im Krankenhaus gelegen. Man hat sich halt, wie man sich in der Bergsteigerszene kennt, gekannt vom Klettern her. Und wir haben den Reinhold halt besucht im Krankenhaus. Und dann haben wir geschaut, was können wir machen, und haben 1972 die Genehmigung für einen Manaslu bekommen. Und dann hat der Reinhold gesagt, wenn es mit meinen Zähnen wieder in Ordnung geht, dann bin ich da auch dabei. Aber diesmal ein kleiner Haufen von eingespielten Bergsteigern, alle noch mehr oder weniger aus dem Tiroler Raum, mit einem gleichaltrigen Expeditionsleiter Wolfgang Neierz, der ähnlich gedickt hat wie wir Bergsteiger auch. Ich bin eigentlich ganz unvermittelt dann dazugekommen. Wie es halt meistens bei solchen Sachen ist, irgendwo kriegt man einen Telefonanruf oder ein Gespräch und sagt, möchtest du mitmachen? Horst Frankhauser war sicherlich der Schnellste und der Stärkste und der Geschickteste, mit dem ich am liebsten zum Gipfel gegangen wäre. Und dann, weil er verkühlt war, wurde ein Ersatzmann gesucht. Am Ende blieb es beim Franz Jäger hängen, der das mit mir machen konnte. Kein Mensch hätte sich vorstellen können, dass innerhalb einiger Stunden während des Gipfelganges von Süden ein so großer Wettersturz kommt, der uns den ganzen Berg zumacht und es schneit, es stürmt, dass man im Grunde nichts mehr machen konnte. Ich habe mich nur am Wind orientiert, weil ich wusste, woher die Schlechtwetterfront gekommen war, habe ich mich nach Süden hin orientiert, hatte dort eine Radkante, wo das Zelt stand. Und irgendwann ist dann eine wankende Gestalt aus dem Schneesturm aufgetaucht. Horst, du, was machst du da? Ja, ich habe gesagt, Reinhold, ich bin da. Ja, wo ist der Franz? Ich habe gesagt, ja, der Franz ist bei dir. Ich hatte auch die Hilfe von Franz Jäger, der da oben nach meinem Gefühl aus dem Zelt heraus nach mir ruft. Aber nach einer bestimmten Zeit war ich völlig irritiert. Einmal war die Stimme von da und einmal die Stimme von dort. Ich habe geglaubt, er ist nicht mehr ganz bei Sinnen. Der Andi und ich haben uns dann entschlossen, Franz zu suchen. Beide waren uns sicher, wir hören den Franz rufen. Stunde um Stunde sind wir einfach in den Schneesturm gelaufen. Und irgendwann ist der Andi hinter mir einfach in Schnee zusammengebrochen und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich sterbe, ich erfriere.
Wie das Schicksal es so will, stehen wir auf einmal vor einer großen Spalte mit so einem Überhang. Und da haben wir einen Schützen können. Wir waren vor einem Sturm geschützt, also es ging. Und irgendwann sagt der Andi, er geht jetzt einmal schauen, wie das Wetter ist. Das Letzte, was ich vom Andi heute noch klar vor mir sehe, sind seine zwei Beine, die da so da vorne draußen steht. Und auf einmal geht er nach rechts ein bisschen weg. Und ist aus meinem Blickfeld verschwunden. Ein paar Mal gerufen. Also ich war nahe dran, einfach wahnsinnig zu werden. Er nicht mehr da, ich allein in dieser Schneehülle. Und in dem Moment ist mir dann mein kleiner Sohn in den Sinn gekommen. Und auf einmal ist das Baby vor mir, so sehe ich. Und auf einmal steht so ein Riesenmond um mir. Also, vorgekommen, aber wenn ich im Himmel wäre. So grandios war das. Diese weiße Fläche, wo der Sturm so über die Wolken waren weg, aber der Sturm hat noch so die Schneefahnen dahin. Weit und breit Schneewüste, kein Andi, nichts. Dann habe ich gewusst, dass der Andi vermutlich nicht mehr sein wird. Und der Franz vermutlich auch nicht mehr sein wird. Auf alle Fälle bin ich dann zum Zelt zurückgekommen. Der Reinhold muss mich dann gehört haben und gesagt, na, ruft er, seid ihr da? Zelt aufgemacht und herausgeschaut, das sehe ich noch heute so ganz, ganz klar vor mir. Wieder erschrocken ist, dass ich nur allein bin, dass wir nicht zu dritt sind. Hat natürlich zu dem Zeitpunkt nicht ahnen können, was. Sind natürlich Vorwürfe laut geworden danach. Der Messner hat den Jäger Franz wieder im Stich gelassen. Aber das war ein ganz normales Verhalten am Berg bei einer Expedition. Und das haben wir als Expeditionsteilnehmer und Freunde von allen auch so gesehen. Man hat einfach gesagt, der Messner ist nur ehrgeizig, der riskiert sein Leben. Mindestens einmal im Monat hat jemand irgendwo geschrieben, der Messner lebt nicht mehr lang. Und dann bei den 8000, dann wollte man mir sogar das Handwerk legen, auf das ich nicht mich und andere damit umbringe. Da hatte ich eine ebenso große Unsicherheit anschließend, ob ich das weitermachen soll oder nicht. Da kam die Bremse nicht mehr von den Eltern oder von den Brüdern, sondern von mir selber. Darf man das eigentlich tun? Und da kam meine Entscheidung, also ich gebe nicht auf, ich mache mein Leben weiter, aber ich mache das allein. Allein kann ich es verantworten, für mich kann ich es verantworten. Ich hatte keine Familie, ich hatte keine Basisverpflichtung anderen Menschen gegenüber. Ich war damals schon verheiratet mit der Uschi, also die hätte sich ja auch allein weitergebracht. Die hat auch verstanden, dass ich diese Leidenschaft, wie mein Vater gesagt hat, bis zur Krankheit ausleben muss. Und dann habe ich ja 73 schon ganz ernstlich versucht, den Nanga Parbat allein zu besteigen. Das ist allerdings nicht gelungen, weil ich nicht reif dafür war. Das heißt, ich hatte nicht die seelische Kraft, allein einfach da loszugehen und hinaufzusteigen. Da haben mich dann die Ängste sofort so in den Griff gekriegt und zurückgeholt. Der Verlust meiner Mutter war auch ein tiefer Einschnitt für mich, aber die Trennung Uschis von mir war viel einschneidender. Es war für ihn eine Tragödie. Es war allerdings auch ein Stück weit eine Befreiung für ihn. Besonders die erste Zeit war er verschwunden. Wir haben ihn auch gesucht. Wir dachten, dass er irgendwo in den Bergen, irgendwo hier in dieser Gegend sein werde. Er hat das nie gesagt, wo er war. Im 1977 habe ich einen Anlauf gemacht, den Nanga Parbat solo zu besteigen. Das hatte ich schon öfters versucht. Das war sozusagen von mir damals die letztmögliche Zielsetzung im großen Bergsteigen. Dann wäre ich vielleicht schon früher umgesattelt auf was anderes. Und mit einer starken Bindung hätte ich das leichter geschafft. Das war sicherlich für ihn eine seiner größten Krisen, eine seiner tiefsten Löcher. Er hat Jahre gebraucht, sich davon zu erholen. Ich habe
ein anderes Leben versucht. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich war frei, ich war sicherlich am Everest auch dem Peter gegenüber im Vorteil, weil er natürlich mehr Verpflichtung hatte, mehr Verantwortung nach außen hatte mit seiner Familie, als ich damals hatte. Ich habe mir einen Vortrag von ihm angehört und stand in der Pause am Büchertisch. Und er kam raus und wir kamen ins Gespräch über Nepal. Und dann hat er mich relativ bald gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Er hat was Kühnes geplant und bräuchte noch eine Expeditionsärztin. Da hat er mir das konkret vorgeschlagen, dass er jetzt zum Everest fährt erstmal. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich einen Semesterferien ihn besuchen, Everest Base Camp, und dann könnten wir das alles besprechen. Und der Anmarsch war schon so, dass die ganzen Trekker, die unterwegs waren, eigentlich nur darüber geredet haben, dass jetzt dieser Tabubruch ansteht von diesem Verrückten. Und ich habe gedacht, oh Gott, nein, hoffentlich wird er noch vernünftig und dreht um. Wobei mich ja so der Tod schon fasziniert hat, dass die Bergsteiger sie so provozieren. Der Everest, ja. Der Everest war natürlich schon ein Hammer. Wir haben einfach gesagt, wir sind wir und wir schauen jetzt, was rauskommt. Wir waren ja auch frech, der Messner und ich, dass wir gesagt haben, so, wir gehen jetzt ohne Sauerstoffgerät. Im Grunde war das eine ganz logische Folge von dem, was ich vorher getan hatte. Die Sauerstoffausrüstung 1978 wog pro Person durchschnittlich 50 Kilogramm. Und deswegen meine Frage, geht es ohne Sauerstoff? Dann kann man alle 8000er der Erde im Alpenstil besteigen. Dann kann man ganz anders agieren an den höchsten Bergen der Welt. Ich habe gewusst, wir sind gut, wir sind schnell. Wir haben eben in Hiddenbeek sehr gut und sehr elegant bestiegen. Aber der Hiddenbeek ist 8068 Meter, da fallen ja noch mal 800 Meter auf dem Everest. Und da meinte ich, Teufel, das wird schon eng. Das ist nicht möglich, sagen die Physiologen. Das führt zum Wahnsinn, sagen die Psychologen. Das ist Hybris, sagen die Bergsteiger. Passt zum Messner, aber da wird er klein beigeben müssen oder er kommt nicht mehr zurück. Und dann sind wir aufgestiegen, haben das Lager 1 aufgebaut. Und da kann ich mich auch noch gut erinnern, aber die ganze Nacht habe ich gesungen. Nicht geschlafen haben wir nicht gut und der Reinhold auch ein bisschen nicht gesungen. Nicht. Auf alle Fälle super drauf, packen wir. Wetter war hervorragend. Wenn Peter Haberler und ich gescheitert wären, hätten alle gesagt, ja, wussten wir ja, haben wir ja gesagt. Aber sie meinen ja, sie können auch das noch. Also so hätte es dann geheißen, verständlicherweise. Ich habe aufgeschaut und dann war das Wetter, aber ich habe gesagt, Mensch, Reinhold, du weißt nicht, das gefällt mir heute nicht, das gefällt mir nicht. Und maybe Peter is coming up again. I know Peter is the strongest climber in the world. But in this year, you see, he's always changing. Going 100 meters, a cloud is coming. He said, so there is a lesson. Yes. Let's go back. Am nächsten Tag sind wir zum Camp 2 und dann ist dann das Wetter schlecht. Haben wir die ganze Nacht müssen gucken und Reinhold hat zwei Zeltstangen gehalten und ich habe die anderen zwei Zeltstangen gehalten. Und ich habe mir gedacht, in meinem Wahnsinn, dann sind wir auch tot, dann sterben wir, weil wo will man hin verschlafen? Der Bub war mittlerweile, der Christian war damals auf der Welt und ich dachte, um Gottes Willen, ich möchte da nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Per Walkie-Talkie, da hat man immer so mit morgens und abends oder wie so ein Gespräch geführt. Dann hat Reinhold erzählt, ja, wir sind ganz unsicher, der Peter will nicht mehr, was willst du denn sagen? Und das war eine völlige Überforderung. Also soll ich sagen, was die machen sollen? Würde ich super finden, diese Sinnlosigkeit aufgeben und runterkommen, das wäre doch eine gute Idee. Aber eine blöde Idee wäre, am nächsten Tag wieder hochzusteigen und es nochmal probieren, ne? Die Ängste und die Nöte, die kommen eh nicht chillen am Tag. Und es ist wahnsinnig kalt, man schläft ja nicht. Es ist alles ungut und schier und grausig. Unsere letzte Chance, das war uns klar. Wir sind in der Früh bei hartem Wind, bei großer Kälte losgegangen. Und dass das nach oben schlimmer wird, war vorauszusehen.
Am Gipfelgrat war das wirklich am Rande des Erträglichen, weil der Sturm so stark war, dass wir zum Teil auf Knien und Händen gingen, um nicht weggeblasen zu werden. Jetzt habe ich mich so krampfhaft mit dem Pickel dann, habe ich einen gestoßen und habe einen Krampf gekriegt in der rechten Hand. Das war ein Moment, wo ich gesagt habe, siehst du, jetzt geht's los. Jetzt passiert etwas, was man nicht im Griff hat. Da irgendwo habe ich mich schon von der Seite gesehen. Ah, der Habeler geht da und ich stehe in der Luft raus und schaue mal zu, wie ich da klettere. Wenn einer eindeutig gesagt hätte, so, ich nicht mehr, ich gehe zurück, dann wären wir zurückgegangen, beide. Dann sind wir halt oben gewesen, sind wir oben gestanden und haben uns gefreut und haben eine Gaudi gehabt. Und ich habe eigentlich mehr Angst gehabt wie der Reinhold, glaube ich. Mir war wichtig, dass ich wieder schnell von oben wegkomme. Reinhold Messner and Peter Habeler of the Austrian Sagarmatha expedition killed Mount Sagarmatha yesterday without using oxygen. Heute noch gerne an diese Everest-Geschichte, wobei natürlich damals auch nicht abzusehen gewesen ist, dass das der letzte Berg ist, den mit dem Reinhold mache. Aber ich habe gewusst, ich muss zurück zu meiner Familie. Ich muss jetzt wieder einmal dort schauen, dass alles ins Lot kommt, weil sonst war das auch zerbrochen, nicht? Die breite Welt hat verstanden, man kann auch ohne alles auf den Everest steigen. Das ist der Höhepunkt des Verzichtsalpinismus. Daher relativ logisch für mich sofort der nächste Schritt, um überhaupt zu wissen, dass ich allein mit mir selber in dieser Dimension zurechtkam, bin ich nach dem Everest zum Nanga Parbat gegangen. Grüß dich. Aber es gab so schon sehr viel Ähnliches, was mich mit Reinhold verbunden hat, was bei uns beiden gleich war. Wir sind beide in der großen Familie aufgewachsen, beide auf dem Dorf und wollten beide raus. Ich bin dann mit Ursula Grether, die mich ja im Everest-Basislager besucht hat, zum Nanga Parbat gereist. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Ja, dieser Mann hat mich auch fasziniert. Ne? Also erstmal seine Entschlossenheit, das will ich machen und das mache ich. Als ich dann gehört habe, dass ich die Nummer 6 war, weil die anderen 5 schon abgesprungen waren, habe ich gedacht, aha, der war extrem unter Druck, weil er ohne eine Expeditionsärztin oder Expeditionsarzt keine Genehmigung gekriegt hätte. Ich hatte am ersten Anlauf auch ein großes Problem, weil ich Angst kriegte, weil ich auch ein Mensch bin. Der ist völlig zusammengebrochen. Plötzlich lag nur noch ein wimmerndes, schluchzendes Bündel aus Angst und Verzweiflung im Zelt und hat gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Also ich wusste gar nicht, was passiert war. Und er hat es auch nicht ausdrücken können, was genau es war. Ich wusste, was alles passieren könnte. Ich hatte den Nanga Parbat schon einmal bestiegen und bin da in große Schwierigkeiten geraten. Terry und ich, wir saßen unten im Basecamp und haben ihn verfolgt, praktisch seinen Punkt verfolgt, und der war unglaublich weit gekommen. Die Nacht war vorbei und ich hörte nur, ich lag im Zelt noch, hab geschlafen morgens ganz früh, hörte nur eine ganz aufgeregte Stimme von Terry. Irgendwas ganz Furchtbares passiert sein, wenn der so rumschreit. Dann war klar, ein Riesenstück war von dem Serak abgebrochen, direkt unter seinem Zelt. Das ist natürlich eine Situation, die ich immer verdrängt hatte. Die hatte ich nie so richtig an mich rankommen lassen.
wollen, können, dürfen. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht mitgegangen. Was ist, wenn er wirklich nicht runterkommt? Was ist, wenn er da oben bleibt? Und die meisten auch Bergsteiger, guten Bergsteiger, haben gesagt, das geht nicht. Das ist ein völlig unmögliches Ding. Wo auch schon er selber sagt, er hat Angst vor dem, auch Angst vor dem Alleinsein. Ne? Das ist ja, war ihm ja voll bewusst, dass es nicht seine Stärke ist. Ne? Es war ein Erdbeben, Stärke 7 auf der Richterskala. Und nun war plötzlich die Chance, dass genau dieser Fall eingetreten war, war recht real für mich. Ich hatte nur zwei Eisschrauben dabei. Mit einer habe ich mein Zelt angehängt. Sonst hätte der Sog der Lawinen das Zelt einfach rausgehoben und hätte mich mitgerissen. Dann hat mich auch manchmal die Wut gepackt. Ich habe gedacht, was macht dieser Scheißtyp da oben? Wir sitzen hier unten, heulen uns die Augen aus dem Leib, bibbern oder halten die Daumen und können nicht schlafen. Und der geht einfach da hoch und was völlig Sinnloses. Dieses Ohnmachtgefühl, das glaube ich, das Allerschlimmste. Und du blöde Kuh, gehst auch noch mit, machst du auch so einen Blödsinn noch mit, ne? Und wenn du nicht mitgegangen wärst, hätte er gar keine Genehmigung gekriegt, wäre vielleicht alles gut gewesen, aber jetzt bist du noch schuld. The moment I wake up, I'm already there. Cause I am obsessed by my vision. And if I will try 100,000 times, I still have to roll up that stone. Gravity grabs you by the hand and smiles. But who can contain your ambition? And like a gambler's gambling all the time, you still have to roll up that stone. Once across the borderline, the point of no return, you see the world through a watchman's eyes, you face the world as one. The borderline to kingdom come, should I stay or turn back home? Beim ersten Schlechtwetteranzeichen zum Gipfel gekommen, aber noch unter brauchbaren Bedingungen, bin zurückgegangen in meinen Biwak und habe dort dann einen Wettersturz erlebt, der 48 Stunden dauerte. Im Grunde hat er zwei Wochen gedauert, aber nach 48 Stunden habe ich die Entscheidung getroffen, beim ersten Loch im Nebel, das ich gesehen habe, wo ist die Mamre-Rippe, wo sind die Seracs, wo ist das Basislager, dann bin ich direkt abgestiegen über eine andere Route, die ich natürlich inzwischen als eine Option kannte. Relativ gefährlich, aber sehr schnell. Und bin in, glaube ich, 6 Stunden vom 7600 bis ins Basislager gekommen. Wir haben den dann schon gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Da habe ich mir meine bequemen Schuhe geschnappt und bin ihm entgegengelaufen. Das war eigentlich ein Gespenst. Er sah furchtbar aus. Dann war das schon schön, dass wir uns umarmen konnten. Also das wirklich, dass man das physisch, sinnlich spüren konnte. Der lebt noch, der ist wirklich da und kann sich noch bewegen. Es ist kein Gespenst, es ist wirklich ein lebendiger Mensch. Aber er war wie vom anderen Stern. Auch völlig fertig, völlig fertig. Wir haben kaum was geredet. Ich habe keine Worte dafür gehabt. Auf der einen Seite schon was Heiliges und auf der anderen Seite was... Ich weiß es nicht, ich kann es nicht bezeichnen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ein Vermächtnis weiterzuleben habe, also Bruders Träume weiterzuleben habe. Aber ich habe das Gefühl, dass sozusagen seine Energie auch in mir zum Teil steckt. Das heißt, dass ich dann die doppelte Energie hatte. Und dass natürlich mein Bruder mitging bei den Reisen oder bei den Klettereien. Das ist auch klar, weil ich ja dieses Erlebnis ein Leben lang mit mir herumtrage. Ist heute noch so in den Träumen, dass ich mit ihm klettern kann. Also dann und wann ist es selten passiert, aber es passiert. Es hat mich schon sehr verändert. Es war echt was ganz, ganz, ganz Außergewöhnliches für mich. Das war ja dann auch schon relativ bald klar. Ein Jahr später steht der K2 an, kommst du wieder mit. Und dann gab es so eine Idee, wo er gesagt hat, Mensch, das nächste wäre doch mal ein Mann, eine Frau und ein 8000er. Trenn dir doch ein bisschen, das würdest du bestimmt schaffen. Ich dachte, Quatsch, das
habe ich noch nie. Aber ich habe auch gemerkt, es war nicht nur meine Physis, der ich nicht getraut, das war auch meine Motivation. Und ich habe auch gemerkt, da gibt es noch andere Träume. Ich will eigentlich nicht weiter auf Berge steigen. Also ich glaube, vor allem hatte ich Lust auf Kinder. Und das war mit dem wilden Leben, wie es Reinhold geführt hat, war das nicht, wollte ich das nicht. Hier Basislage Reinhold, du bist sehr weit weg und deine Stimme ist sehr schwach. Wie geht es dir? Hast du noch Kraft? Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Ein großartiger Bergsteiger, fabelhafter Techniker, intelligent, draufgängerisch, weiß, was er will, alle Hochachtung. Und auf der anderen Seite, maßlose Eitelkeit, der Presse gegenüber zu viel Reklame, keine Ehrfurcht vor der Natur, glaubt nicht an Herrgott, und das darf einem Bergsteiger nicht fehlen. Das mag ich einfach nicht, jetzt wissen Sie es. Was ich natürlich nie aufgeben werde, ist mein Hobby, das heißt mein Bergsteigen. Dass viele zwar meinen, es sei mein Beruf geworden, aber es ist auch gleichzeitig Hobby geblieben, trotz der Popularität. Welcome in England. Danke vielmals. Man, you want your signature? Es ist mir wirklich in diesem Jahr alles gelungen. Und mit der Erfahrung, ich kann den Everest ohne Maske. Ich kann ihn auch allein, denn Nanga Parbat konnte ich theoretisch auch den Everest allein. After Mount Everest with Peter Habeler without oxygen, in these 2 years, no one day passed without thinking about Mount Everest, preparing myself mentally. And the mental preparation is much more important than the physical preparation. I went a bed for more than 2 years with the idea of Everest in a solo ascent. I woke up in the morning with this Everest solo ascent idea. And so motivation was growing and growing. But the Nepalese didn't give me a permit. So in 79, I went to Beijing. And the Chinese said, why not? And I asked them, how much is the permit fee? And they said, $80,000. And I didn't have $80,000. And I sold all my loose property. I sold also my Porsche. I did not know if I would need it afterwards. And I went to Mount Everest. Und das war das Ende meines Höhenbergsteigs. Das war für mich klar, jetzt ist es aus. Höher kann ich nicht, alleiner geht's nicht, schwieriger schaffe ich es nicht. Eine der Dinge, die mich beim Reinhold immer Wunder nehmen, ist zum Beispiel diese Feststellung, ich bin, was ich tue. Weil bei mir das irgendwie eine sehr reduzierte Art und Weise der Betrachtung scheint. Er spricht ja auch manchmal von seiner Sisyphusarbeit. In meinem Feld würde man da von Wiederholungszwang sprechen. Nach dem Everest im Alleingang war es mehr oder weniger von der nächsten Generation, und das waren dann meine Südtiroler Kameraden und Freunde, dass ich doch beflügelt worden bin, das noch zu machen, was ich schon ad acta gelegt hatte, wie zum Beispiel die doppelte Überschreitung. Und dann war es Hans Kammerlander, der mir gesagt hat, wenn du es machst, wenn du das alles vorbereitest, ich gehe mit. Und ich war 40 und er war 28, er war im besten Alter, um sowas zu machen. Ja, weißt du, Brumm, ich habe schon geträumt von diesen Bergen, aber und eigentlich nicht gewusst, ob das vielleicht einmal Wirklichkeit wird. Ich war damals sehr aufgeregt. Ich war mir überhaupt nicht sicher. Ich wusste, ich kann klettern, aber ich wusste überhaupt nicht, was wird dein Körper in den großen Höhen machen mit dir. Das Seil ist kein richtiges Seil, sondern eine Rebschnur. Das nehmen wir doppelt, wenn wir uns sichern. Aber das Seil werden wir fast nie brauchen.
mit dem Lehrbuch hat das nichts mehr zu tun, was wir da aufgeführt haben. Wir haben 6 mm Rebschnur als Seil dabei gehabt. Wir haben keinen Klettergurt dabei gehabt, aus Gewichtsgründen, einfach nur wie Tränker in seinen besten Zeiten das Seil um den Bauch gebunden. Wenn wir nach 2 Wochen nicht auftauchen, heißt das, dass wir irgendwo unter eine Lawine geraten sind oder an Erschöpfung gestorben sind, dann hat es auch keinen Sinn, dass ihr jemand hochschickst, dann kann man es nicht mehr finden. Meine Schule war nicht leicht, weil ich als kompletter Neuling sofort in diese schnelle Spur eingestiegen bin. Und der Messner hat einfach eine schnelle Spur vorgegeben. Ich glaube schon, dass für den Reinhold das Bergsteigen von großer Bedeutung wurde, weil er damit auch was ausdrücken konnte, was er sonst nicht ausdrücken konnte. Eine Wand sozusagen mental zu durchsteigen, die ideale Linie zu finden, eine Linie zu Ende zu führen, die in ihm ein Stück weit einen Unterbruch erfahren hat, die es vielleicht in Wirklichkeit gar nicht gibt, aber die für ihn zum Motor und zur Motivation wurde und irgendwie auch eine besondere Ästhetik in ihm formiert hat. Gipfel stand, wenn Reinhold da nur einen Funken mir die Idee gegeben hätte, lass uns jetzt sein, drehen um, ich wäre ja sofort dabei gewesen. Ich war mit diesem einen Gipfel ja schon sehr glücklich. Wir werden jetzt nicht nur auf einen Gipfel hochsteigen und dann schnell wieder runtergehen, sondern wir wussten, da oben beginnt es erst, weil wir eine endlose Strecke über einen exponierten Grat zum nächsten noch Tausende weiter mussten. Und wenn du dann am zweiten Gipfel wirklich bist, da hast du eigentlich gar kein Ziel erreicht. Du bist noch so weit weg vom rein sicheren Basislager. Du weißt genau, es sollte jetzt eigentlich nichts mehr dazwischen kommen, weil recht viel ist einfach nicht mehr drin. Du musst nur noch schauen, in die Tiefe zu kommen, wo wieder mehr Sauerstoff ist, wo du wieder ein bisschen Mensch wirst. Nur um den Bauch gebunden, wie schnürt es so sehr ab. Wenn du 10 Minuten so unten hängst, dann bist du unfähig, noch selber irgendwas zu machen. Und in einer Viertelstunde bist du mit Sicherheit nicht mehr am Leben. Ich weiß, Reinhold kann mich nicht hochziehen. Hans! Hans! Wo ich in das Loch eingebrochen bin, hat es mir den Rucksack nach oben gerissen. Und der ist verkehrt rum, bei der Brust vorne gehängt. Von mal geübt haben, sonst kriegst du die frei hängend in dieser Falte nie mehr an die Füße. Ich war hier oben fast bewusstlos. Und dann mussten wir, und das war wirklich schlimm, wir mussten da noch einmal bivakieren. Frierst die ganze Nacht mit einem ausgemergelten Körper wie ein Hund. Und ganz, ganz nahe
die Lichter vom Basislager, wo du weißt, du wirst einen Tee geben, einen warmen Schlafsack und da kannst du entspannt durchatmen. Das ist dann sehr mühsam, das hat mit Schönheit überhaupt nichts mehr zu tun. Und da sagst du auch auf jeden Fall mit Sicherheit, lass die Finger in Zukunft von solchen Aktionen. Kalk. Die letzten zwei Tage dort. Wir haben es gemacht. Ich glaube, wenn man öfters sowas macht, dann kann man das Beste, was man machen kann, ein Testament. Man nur ein Testament machen. Wir haben die letzten Tage wirklich Glück gehabt und Wahnsinn. Was wir beim Bergsteigen lernen, ist das genaue Gegenteil von dem, was unterstellt wird, dass wir sozusagen Heldenhaftes tun würden, dass wir keine Angst hätten, dass wir sogar den Tod in Kauf nehmen würden. Nein, wir gehen in die wilde Welt hinaus und merken, wie zerbrechlich, wie ängstlich, wie fraglich wir in dieser Welt stehen. Könnte ich mir das vorstellen, dass die Mutter sich gewünscht hat, er würde damit aufhören. Es war ja dann auch so, dass ein anderer Bruder, der Siegfried, auch beim Bergsteigen verunglückt ist. Das ist wirklich so gewesen. Sie hat ihm das gebeten, einfach in der Sorge, noch jemanden in den Bergen zu verlieren, weil sie sich auch bewusst geworden ist, dieser großen Gefahr in diesen großen Bergen. Ja, wenn jemand den letzten Rest seiner Kindheit verloren hat, dann darf er ja nicht mehr auf solche Berge steigen. Dann hat es keinen Sinn mehr. Ein Jahr später waren wir unterwegs, um eben seine zwei letzten 8000er zu besteigen. Das war für mich dann vielleicht nicht mehr so schön, weil gerade bei den letzten zwei habe ich selber das Gespür gehabt, da ist doch schon das Tempo eines Wettlaufs drin, wer schafft als Erster alle 14 8000er. Und da sind wir einfach auf die beiden Berge gestiegen, da sind wir einfach auf die Berge los. Die 8000er am Ende sind zufällig eine Summe, die dann rauskam. Das ist für mich auch heute noch irrelevant. Ich hätte natürlich nach zwei 8000ern sagen können, so mit den großen Wänden reicht's, das war eh zu gefährlich. Jetzt gehe ich die Normalwege mit Sauerstoff und dann hätte ich diese 8000er abgehakt innerhalb von wenigen Jahren. Was wäre es gewesen? Nichts als Langeweile. Bedeutung, den Inhalt geben wir eigentlich den Bergen. Die heiligen Berge, die haben eine größere Ausstrahlung. Ein Berg hat eine stärkere Ausstrahlung, wenn er eben nicht bestiegen ist. Die Berge, die ich selber bestiegen habe, die sind banal geworden. Am Kailash hatte ich eine der ersten Genehmigungen. Als ich aber dann merkte, wie die Einheimischen diesen Berg verehren, die zum Teil den Berg umkriechen, also mit der Körperlänge ausmessend, habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich gehe da nicht hin mit Seil und Haken und ein paar Bergsteigern, ein paar Sherpas und vergewaltige diesen Berg. Ich hatte inzwischen auch die ganze Mythologie studiert mit Milarepa, der angeblich auf den Sonnenstrahlen reitend da hinauf geflogen ist in Lichtgeschwindigkeit. Das muss man sich vorstellen. Nicht nur Moses kommt mit den 10 Geboten vom Sinai herab.
Mohammed meditiert am Berg Hira und bekommt dann von Allah die Erkenntnis. Buddha meditiert im Himalaya und bringt dann seine Schüler hinunter in die Täler und verbreitet seine Lehre des Verzichts. Die sind auf Berge gestiegen, weil oben die Übersicht ist, die Erkenntnis ist, weil oben auch die Übersicht über uns selber klarer ist als unten im Tal. Zu meiner großen Überraschung hat er vor ein paar Jahren von Milarepa vorgeschwärmt. Dem wurden ganz, ganz, ganz viele schwere Aufgaben gestellt von seinem Lehrer. Wir in unserem Kulturkreis kennen Sisyphos. Ackert, obwohl er genau weiß, es wird kein Ende geben. Der Stein wird wieder runterrollen. Vielleicht nimmt er das an. Vielleicht nimmt er das einfach an als seine Bestimmung, sein Karma. Ich war schon lange sehr neugierig, wie das war, als vor 400 Jahren die Sherpa, das ist ja ein Volk aus Tibet, nach Solukhumbu, nach Nepal ausgewandert sind, über die gesamte Hochfläche, über den Nangpalapas, fast 6000 Meter hoch, 20.000 Yaks, 20.000 Leute. Ich bin genau dieser Strecke nachgegangen, waren 2000 Kilometer im verbotenen Gebiet. Das war wirklich so aufregend, wie die 8000 da alle zusammengenommen. Und damit habe ich entschieden, das ist mein nächstes Leben. Die Durchquerung der großen Wüsten, die Gobi, die Taklamakan oder auch die zentrale Sahara. Ich bin dann auch in die Eiswüsten gegangen, Nord- und Südpol, weil ich immer schon begeistert war von Shackleton und von Nansen. Also eine ganz andere Dimension des Abenteuers. Nach in 34 Tagen durchquert, hat nur 94 Tage geplant gehabt. Wir waren sicherlich nach dieser Expedition sehr euphorisch und haben gedacht, dass wir jetzt den Nordpol als Frühstück aufnehmen können. Das war unser Ziel, über den Nordpol zu gehen, von Russland nach Kanada. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass die Nordpol-Expedition ganz was anderes ist wie die Grönland-Expedition, ganz anders als die Südpol-Expedition. Wir waren imstande, am Abend dann einen Übernachtungsplatz zu finden und wir sind dann spät in der Nacht geweckt worden. Die erste Temperatur war in dieser Nacht minus 48 Grad. Hallo,
Günther angeredet. Dort kam einfach seine Angst wieder hervor. Sein Verantwortungsbewusstsein für den kleinen Bruder, dem er wahrscheinlich lange Zeit geglaubt hat, nicht nachgekommen zu sein. Und ich habe ihm auch gesagt, ich bin nicht Günther. Und er hat mich trotzdem am nächsten Tag in einer Stresssituation als solchen wieder bezeichnet. Zum Todestag von Günther haben wir beschlossen, mit einer ganz kleinen Gruppe nochmals zum Langer Barbert aufzubrechen. Wolfgang und Hans-Peter Eisenle waren in der Moräne und sie haben dann so in farbigen Flecken gesehen und haben dort einen Knochen gefunden. Für Reinhold war relativ klar, er kann nur zwei Leuten gehören. Und wir haben den Knochen mit nach Hause genommen und untersuchen lassen. Also der Fund dieser Knochen und der Nachweis, dass es um unseren Bruder handelt, war sicherlich für die Familie eine große Erleichterung. Das war auch der Grund dazu, dass wir als gesamte Familie zum Langer Barbert gefahren sind. Vor dem Kessel ist ein Buckel mit riesigen Spalten. Und du kannst links verteigen zwischen zwei Eisbrüchen. Kann man durchgehen, das sieht man mit freiem Auge. Und weil dort Lawinenkegel raus war, bin ich rechts herausgegangen, um zu schauen, geht das. Er hat ja dort ein Schulprojekt, er hat ja dort auch eine medizinische Station eingerichtet. Und wir haben die Gelegenheit gehabt, diesen Mann, der ihn gefunden hat, damals, am Rande dieses Schulgebäudes zu treffen. Die Verbindung zwischen diesen zwei, dieser Moment der Begegnung. Nun, ich glaube, das war ein sehr besonderer Moment. Ich glaube noch, dass es sehr wichtig war für alle Brüder, für die Schwester, dass sie dort sein konnten und dass sie irgendwo mit eigenen Augen sehen konnten. Schlussendlich einfach wussten, dass dort irgendwo der Bruder begraben liegt. Später muss man einfach eingestehen, dass wir Menschen langsam zerbröseln, so wie die Berge auch zerbröseln. Die Berge verwittern und werden dann am Ende zu einer Wüste und wir Menschen lösen uns langsam auch auf. Das Alter ist ein Massaker. Ich leide noch nicht darunter, aber ich habe freiwillig einfach rechtzeitig Schritt für Schritt zurückgesetzt, so wie ich in jungen Jahren Schritt für Schritt draufgepackt habe. Das Leben bleibt ein Bogen zwischen Geburt und Tod eingespannt und die Kunst ist das anzuerkennen. Das ist ja die Kunst des Bergsteigens, dass ich das Können als des Dürfens Maß anerkenne. Oder du machst es wie Milarepa. Ich habe leider nicht die Fähigkeit, unter Sonnenstrahlen zu reiten. Sonst würde ich das gern tun.
I am obsessed by my vision. And if I will try 100,000 times, I still have to roll up that stone. Gravity grabs you by the hand and smiles. Who can contain your ambition? And like a gambler's gambling all the time, you still have to roll up that stone. Once across the borderline, the point of no return. Eyes, you face the world as one. The wall.